Guten Tag, mein Name ist Martin Schüler vom Magazin Gusto, Ablass für Massenkultur. Und ich freue mich sehr, heute Wilson Gonzales zum Interview begrüßen zu dürfen. Hallo Martin, freut mich sehr. Nun ist es ein Allgemeinplatz zu erwähnen, dass du das Kind prominenter Eltern bist. Was gleichwohl ein Privileg, aber auch eine ungeheure Last sein kann. Wie erinnerst du denn deine Kindheit? Die war toll. Also, ich muss sagen, ich hatte eine ganz tolle Kindheit, habe einen tollen Bruder, eine tolle Schwester, ganz tolle Eltern. Wir waren eigentlich relativ, hatten wir viel Spaß, viele Freiheiten und durften alles selber entscheiden. Ja, also war toll, tatsächlich. Und mit 10 Jahren standest du zum ersten Mal vor der Kamera im Film Erleuchtung garantiert. Was hat denn damals den Wunsch ausgelöst, es deinem Vater gleich zu tun, auch Schauspieler zu werden? Ich muss sagen, also mit 10 war so der Anlauf, wo man ein bisschen Blut geleckt hat und dann, ich bin halt so mit Filmen wie Panic Room aufgewachsen oder so Goonies und es waren immer so Filme tatsächlich, wo für Erwachsene, aber wo immer junge Schauspieler oder Schauspielerinnen dabei waren. Und darauf hatte ich irgendwie Bock. Und ja, und dann habe ich halt zu Fadi gemeint, so, kann ich nicht mal zum Casting gehen? Der hat sich tatsächlich nicht so gefreut. Also ja klar, also wenn sie zum Casting gehen, werden sie wahrscheinlich eh erstmal nicht schaffen. Haben wir auch nicht, bis wir es dann halt geschafft haben. Und dann fand er das vielleicht am Anfang nicht so gut, aber wir hatten ja freie Entscheidungen. Also War der Name eine Hilfe bei den Castings? ich denke mal, dass also nee, tatsächlich, wir sind ein paar Mal durchgefallen, aber ich meine schon, dass irgendwo, klar, wir haben halt für zwei Brüder vorgesprochen, für die wilden Kerle halt. Und dann halt die Ochsenknecht. Ich glaube, das ist halt natürlich, dass da man denkt, so klar, das passt voll, die Söhne. Und dann drehen die Brüder da. Das ist natürlich super für PR. Und da vielleicht war da noch ein bisschen Spucke-Talent dabei. Ich möchte dich jetzt mal zum Spekulieren animieren. Glaubst du, dass du auch dann Schauspieler geworden wärst, wenn dein Vater nicht Uwe Ochsenknecht hieße? Ja. Also, ich glaube tatsächlich, hat es für mich attraktiver gemacht, den Weg. Irgendwie motiviert es mehr halt, sich da mehr ins Zeug zu setzen und dafür zu kämpfen, dass man nicht abhängig ist vom Nachnamen. Ja. Nun ist die Pubertät ja schon für das Fußvolk keine einfache Phase. Es führt zu emotionalen wie auch intellektuellen Verwirrungen Und und auch Pickeln. Pickeln und auch Hochmut teilweise. Ja. Mit 13 wurdest du zum Star, als Marlon in Die wilden Kerle. Gab es jemals die Über Gefahr, dass Nacht. du abhebst? Ich muss sagen, dadurch, dass wir halt echt tatsächlich, oder zwar sind wir eine berühmte Familie, wir sind zwar in München, Grünwald, Vorort, reicher Vorort, bla bla bla, aufgewachsen, aber wir waren immer so eine Hippie-Familie. Also wir waren immer sehr, sehr bodenständig, wir hatten jetzt auch nicht bekannte Freunde oder irgend so ein Quatsch. Wir hatten normale Freunde, wie wo der Sohn vom Edeka-Besitzer oder so. Und ich glaube, das hat uns eigentlich immer auf dem Boden gehalten und dass wir halt immer auch sehr offen sind auf Menschen, egal wo man herkommt, egal was wer macht. Ja, das war eigentlich, irgendwie war das immer eingebrannt, deswegen haben wir uns da nie Sorgen gemacht. Ich hatte auch nie so Bock, also man hat ja mal auch gesehen, so Hollywood, Drogen, Rave und bla bla bla, das war so. Nö, hatte ich eigentlich auch nicht so Bock drauf. Ich wollte eigentlich drehen, drehen, drehen. Und klar, jeder will mal ein bisschen Spaß haben, aber ich habe das nie gesehen, so dass ich Geld aus dem Fenster schmeißen will und einfach Fernseher zerstören will und durchdrehen will. Das hatte ich nie das Gefühl. Mir tut es halt leid auch. Also für mich haben Objekte auch Gefühle. Also ich kann nichts kaputt machen oder sowas. Gab es dennoch auch Momente, in denen du den Ruhm verflucht hast und einfach nur ein normaler Junge sein wolltest? Oh. Also, ja, nachts auf dem Oktoberfest, wenn man dann erkannt wird und alle besoffen sind und dann angeschrien wird und so, das ist dann echt Kacke. Aber ansonsten muss man sagen, dass früher, wo ich so 18, 19 war und ein paar Leute so in meinem Alter und älter waren, da gab es halt mal Vollprolls, aber das war mir eigentlich scheißegal. Jetzt mittlerweile, eigentlich ist es die ganze Zeit so, dass alle Leute, die man einem begegnet auf der Straße, die sind so nett und lieb und die sind ja auch meistens schüchtern und freuen sich halt auch. Und ich merke dann über die Jahre, dass man doch vielen Leuten was Gutes getan hat. Also, das, ja, von daher, also Vollidioten kommen einem nicht entgegen tatsächlich. War dir denn die Bedeutsamkeit der Wilden Kerle-Reihe bewusst für eine ganze Generation, dir und Jimmy? Nein.
Also es ist jetzt so langsam, dass wir wirklich merken, dass wir immer noch, man muss überlegen, 2003 ging es los. Alle Kinder zwischen 5 und 17, 18 Jahren bis heute, also jetzt kriegen die Fans von damals ihre eigenen Kinder, die jetzt Wilde Kerle gucken. Also alles dazwischen, da haben alle Wilde Kerle geschaut und das ist doch ein schönes Gefühl, muss man sagen. Ich habe mir in der Vorbereitung des Interviews nochmal den ersten Teil angeschaut. Und? Und ich komme zum Resümee, dass er eigentlich recht gut gealtert ist, weil er eine Botschaft von Toleranz, auch Respekt und Selbstverwirklichung vor allem sendet. Siehst du das ähnlich? Ja, und ich finde es auch zeitlos. Also, weil es irgendwie in so einer Zeit, das hat irgendwie, also auch von der Musik und so, ist irgendwie, ja, tatsächlich so zeitlos irgendwie, ist es, erinnert mich auch das ein bisschen so an Wedekinds Frühlingserwachen irgendwie, das kannst du immer erzählen irgendwie. Und muss sagen, ja, da ist tatsächlich was dran. Ja. Wilson, man merkt in meinen Augen, dass dir die Welt nicht egal ist. Du unterstützt nämlich ganz bewusst bestimmte Initiativen, so auch die Kampagne Share. Und da hast du was geschrieben und ich will mal ein Zitat vorlesen von dir. Ich finde, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen. Equality in alle Richtungen. Jeder soll gut aufwachsen und sein Leben selbstbestimmt leben können. Dafür muss man sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern auch um andere. Ich frage das jetzt mit einem Augenzwinkern. Ja. Lese ich hier zwischen den Zeilen eine sozialistische Grundhaltung? Nö, keine Ahnung. Also, wie gesagt, du hast ja auch gerade gefragt mit der Bodenständigkeit und so. Also, für mich ist es halt einfach, bevor man irgendwie Vorurteile hat, sollte man erstmal zuhören, auf den Menschen kennenlernen und dann halt seine Meinung machen. Und halt auch, keine Ahnung, ich achte immer eigentlich mehr auf andere wie auf mich selbst. Ich möchte eigentlich, dass es allen gut geht. Habe ich das damit beantwortet? Hast du. Okay. Ein weiteres Also Zitat. sozial sein. Und zwar von Oskar Röhler, mit dem du schon mehrfach zusammengearbeitet hast. Ja. Und der hat über Rainer Werner Fassbinder gesprochen. In sehr schönen Worten. Und die klingen so: Was ich an ihm so liebe, ist, dass er es nicht geschafft hat. Ich passe nicht auf mich auf. Du kannst gerne nach Hause gehen zu deiner kleinen Frau in dein kleines Leben. Ich gehe erst mal in Toms Bar. Und dann entferne ich mich mal so weit davon, wie du noch nie gewesen bist. Es ist ja kein Geheimnis, dass dir der Rausch und auch die Nacht sehr am Herzen liegen. Warum ist das so? Na, weil ich da meistens dann Freizeit habe, also tagsüber arbeite ich und am Wochenende gehe ich halt gerne essen und mag zwar das Nachtleben, aber tatsächlich nicht so im, wie würde ich sagen, nicht so im Rauschigen, so hey, feiern bis zum Morgen schon, sondern es ist tatsächlich für mich so schönes Abendessen in der Bar hängen und sich gut unterhalten und das am besten, solange es dunkel ist. Früher war das immer der Ruf, der den nachhallte. Warum Ja, ist ich denn weiß das es aber so? auch nicht. Also ich verstehe es auch nicht. Klar, vielleicht nur, weil ich mich vielleicht so anziehe und dann sind es so Vorurteile, dass man denkt, ich wäre so der Typ, der 24/7 raven geht. Aber selbst bei dem Gedanken kriege ich schon Depressionen. Tatsächlich. Ja, nee, ich hasse durchmachen, wach machen geht gar nicht. Wenn die Sonne rauskommt, sei es jetzt um 2:30 oder 3 Uhr, kriege ich echt, nee, dann muss ich ganz schnell ins Bett. Das geht gar nicht. Warum das so ist, kann ich. Ja, wie gesagt, ich glaube, es sind einfach Vorurteile. Also, ja, du willst einen Trick chuckst und so ein zerrissenes T-Shirt, der ist bestimmt, ist das T-Shirt hat er seit 3 Tagen an. Dabei ist Vintage. War das in Jugendjahren anders? Nee, auch nicht. Auch dann nicht. Nee, ich habe, also ohne Scheiß, ich kann nie das. Wahrscheinlich bin ich da nie so weit gegangen, weil ich mich auch immer dann auch leicht beobachtet, also weil man mich halt doch kennt und ich war da nie so. Man fühlt sich dann vielleicht ja irgendwie leicht beobachtet und so. Und das ist halt, ja, nö. Ich hatte einfach, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Ich Nie. versuche das jetzt mal zu widerlegen. Ja. Und zwar wurdest du mit 22 Jahren erwischt am Steuer nach dem Richtig. Kokain- und Marihuana-Konsum. Fast falsch. Also fast richtig und fast falsch. Also eine Empfehlung, die kann ich euch eingeben. Selbst wenn ihr mal einen Tag, 2 Tage vorher Gras geraucht habt, fahrt nicht durch Bayern. Die sehen es nämlich so, als wärst du im Vollrausch hinterm Steuer gewesen. Und das war halt in den Jahren, wo man noch jung war und wo man denkt so, ja klar, ey, Polizei, wie war das so? Ja, wenn sie offen sind, dann wird die Strafe so harmlos wie möglich ausfallen. Scheiße, stimmt nicht. Bayern erzählt einen Bullshit, vertraut keinem bayerischen Polizisten.
Du kannst dann auch dann sofort deinen Führerschein halt verlieren. Ja, also wie gesagt, also wenn jemand kifft oder keine Ahnung, wenn sie ballern, ist es jetzt auch wurscht, aber einfach nicht im Rausch fahren. Und das würde ich aber auch nie empfehlen. Auch mit Alkohol einfach nicht machen. Und wenn man Bayern besucht, dann am besten halt eine Woche gar nichts. Also. Ich habe jetzt mal im Gesetz ein bisschen Und? nachgelesen und ich weiß, dass man in Deutschland erst dann seinen Führerschein zurückbekommt, wenn man eine 12-monatige Kokainabstinenz nachweisen kann. Hast du denn deinen Führerschein mittlerweile zurück? Nö, kein Bock, weil ich tatsächlich auch keinen Fehler gemacht habe. Ich war nicht im Rausch, ich habe keine Punkte in Flensburg. Und dann habe ich gesagt, nee, warum soll ich jetzt ein Jahr irgendwie einen Pisstest machen? Sehe ich nicht ein. Ich habe den Führerschein tatsächlich auch gar nicht mehr gebraucht. Und ich habe ihn eigentlich auch nie gebraucht. Und ich habe auch keinen Bock, tatsächlich hätte ich jetzt ein Auto und mit unnötig Miete zu bezahlen und 1000 Millionen Parktickets. Also ist mir aufgefallen, ich habe den eigentlich nicht gebraucht. Flash forward, 10 Jahre später ist mir aufgefallen, fuck, wir sind jetzt fast 10 Jahre vorbei. Ich mache jetzt einfach einen neuen von vorne dann, weil die Akte ist dann verfallen. Ist gut, oder? Also macht Finde ich sehr, Sinn. sehr weitsichtig. Dann ist auch die MPU weg. Kommen wir mal auf das Thema Musik zu sprechen Cheers. und vorher stoßen wir an. Stößchen. Stößchen. Auf den neuen Führerschein. Ja. Und den Organspendeausweis, den neuen. Hast du einen? Ich hatte schon immer einen, aber jetzt habe ich endlich einen aus Plastik. Vorher war es nur auf Papier, wie so Meine ein alter herzlichen Glückwünsche. Impfpass. Kommen wir jetzt mal auf das Thema Musik zu sprechen. Ja. Über dich gibt es nämlich einen Gassenhauer von Casper mit dem Mhm. Namen Wilson Gonzales. Du bist generell in meinen Augen so ein schon Phänomen der Popkultur. Streichelt das dein Ego? Nö, weil es mir gar nicht bewusst ist. Also, wenn ist es so? Wenn ich Ich jetzt keine auch, Ahnung. wenn ich jetzt auch mal die Musikvideos betrachte, in denen du so mitspielst, von der Band Gewalt, von der Band Odd Couple oder Milliarden, ist das Ja. so ein bewusstes, so eine bewusste Liebe Richtung? Grüße übrigens von Johannes. Vielen lieben Dank. Ja. Aber ist das so eine bewusste Richtung, in die du da gehst? Nee, gar nicht. Also es Gar ist nicht. tatsächlich zufällig, dass ich bin tatsächlich echt happy, wie sich das so ergeben hat. Ich habe halt viele Freunde, die sind Musiker und so, und ich bin auch Fan von Odd Couple und Gewalt. Und ist dann nach einer Zeit, ohne dass ich die persönlich kenne, aber dann auf mich zukommen, so willst du mitspielen. Ich weiß nicht, warum. Also das ist, ja, das hat sich immer so ergeben und da bin ich auch echt happy drüber und das macht auch voll Spaß. Und es sind halt auch coole Bands, also ich glaube, ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich bin echt froh drüber, dass man, das sind schon coole Musikvideos geworden, alle, finde ich. Generell fühlst du dich in der Subkultur zu Hause. Die Ja. These stelle ich jetzt einfach mal auf. Du trinkst gerne dein Bier in der 8 mm Bar, Ja. die auch eine Szenerie der Jim Jarmusch-Filme irgendwie sein könnte. Oder spielst in dem wunderschönen Kurzfilm Tones of Dirt and Bone von Anouk Rohde Nicht mit, schlecht. ein Junkie. Ja. Dein Bruder Jimmy ging, und das meine ich jetzt nicht wertend, einen anderen Weg. Was trieb dich denn in die abseitigen Pfade des Lebens und der Kunst? Also, ich habe mir da nichts ausgesucht. Ich habe mir das immer so. Was heißt, ich wollte eigentlich immer die Art von Filme und beruflich so. Das war immer so, keine Ahnung. Also, so wie du es jetzt stellst und ich drüber nachdenke, hört sich so an, als hätte ich das geplant, aber ich habe davon nichts geplant. Aber ich bin doch auch froh drüber, dass es eigentlich schon so leicht die Richtung eingeschlagen ist, wie ich es mir schon leicht vorgestellt habe. Und es unbewusst sich doch, das sich so ergeben hat. Ja, wie lief denn deine musikalische Sozialisation ab? Was waren die Bands, die dich fasziniert haben in Jugendtagen? DJ Bobo? Der hat wenig mit Subkultur zu tun. Ich weiß. Aber nee, es ging los tatsächlich so. Also, das ist ja auch eine leichte Jugendsünde, DJ Bobo. Aber musikalisch ging es los so tatsächlich, was mich so geprägt hat, war so Jimi Hendrix ging los, weil Jimmy heißt ja wie Jimi Hendrix. Und dann Led Zeppelin und der ganze Kram und dann doch, ja, Fatih und Toto und Police, den ganzen Kram. Und dann ging es so los, dass mein Onkel mir Linkin Park gezeigt hat. Und durch diesen Linkin Park kam Limp Bizkit, der ganze Kram, Slipknot, Marilyn Manson ging es dann in die Richtung Metallica und dann auf einmal ging es so zu Queens of the Stone Age und Festivals. Und dann bin ich ja nach Berlin gezogen und dann habe ich die Elektro-Techno-Szene entdeckt.
Es gibt ja auch einen Film, in dem du mitspielst und in dem Gitarrenmusik eine ganz tragende Rolle spielt. Ja. Der ist Lords of Chaos. Darin zu sehen sind so die Geschehnisse rund um die norwegische Black Metal-Szene der 90er Jahre. Das mündet alles in der Verbrennung von Kirchen und schließlich auch in einem Mord. Müssen wir daraus ableiten, dass Kunst auch zu weit gehen kann? Ich glaube, das ist in allen Dingen so, dass irgendwas so weit gehen kann. Also sei es Kunst oder das Leben oder eine Beziehung oder ein Film oder Musik. Ich glaube, überall kann man zu weit gehen. Und ja, und da haben sich halt Jugendliche haben sich da gut gegenseitig gepusht und dann ist dann die kam dann die Klinge dazu. Ja, passiert leider, ist tragisch, aber ich glaube, das ist in allen Dingen kann man es übertreiben, leider. Hast du es auch schon mal übertrieben? Nö, ich habe noch keinen umgebracht. Ich habe auch keinen Bock drauf. Aber bereust du so gewisse Dinge in deinem Leben? Dass ich jemanden nicht umgebracht habe? Dass du zum Beispiel auf Kokain mit dem Auto unterwegs warst? Nö, war ich ja nicht. Ich war nur mit dem Auto unterwegs, ich hatte noch was im Blut, aber. Nee, tatsächlich bereue ich gar nichts. Man lernt ja auch draus aus Fehlern. Und ich glaube, man wird auch durch Fehler ein besserer Mensch. Deswegen sind Fehler eigentlich schon cool, solange niemand dabei umgekommen ist. Ja. Im Herzen bist du ja auch ein ziemlicher Familienmensch, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wie stark ist denn die bürgerliche Seite in dir ausgeprägt? In welchem Sinne bürgerlich? Im Sinne von diesem Hang zur Familie. Also ja, ich mag Familie, also ich liebe meine Familie. Ich sehe gerade kein grünes Licht für eine eigene. Aber nee, ich liebe Kinder über alles, wollte eigentlich immer früh Vater werden. Aber dann hat sich doch das Berufliche, was toll ist, mehr so ergeben, dass ich mich da jetzt erstmal drauf fokussiere und jetzt nicht irgendwie Kinder in die Welt schmeiße. Aber ich hatte schon Bock, aber das geht gerade nicht, leider. Eines Tages. Ja, ich hätte gerne noch Zwillinge. Und wenn nicht, dann mache ich ein Crowdfunding auf, das ist dann künstliche Befruchtung für Zwillinge. Könnt ihr mir helfen? Ich kann dir leider nicht helfen. Ich bin Zwilling. Ich habe gute Gene. Ja, perfekt. Super, dann hilfst du doch. Darauf ein Ja, Stößchen. steh ich denn. Cool, ich habe einen Zwilling. Gute Reise, gute Besserung. Bist du Zwilling? In zweierlei Hatte ich mal Sinn. überlegt, Also so sowohl vom Stern. Radiofarmwerbung zu machen. Warum gibt es Ratiofarmwerbung. gab immer nur Frauen, ne? Warum gibt es da keine Männer? Da sollte ich mal eine Petition starten. Ich Ja. bin aber zweieiig. Okay. Lass Aber mich ist nicht. immerhin schon mal ein Ansatz. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass du bereits in zahlreichen Musikvideos mitgespielt hast. So auch in Deutsch von der Band Gewalt. Und das ist eigentlich eine Art Manifest gegen den deutschen Kleingeist. Wo der deutsche Kleingeist auch zum Blühen kommt, ist teilweise unter Kommentaren von deinen Fotos. Da schreibt Sina zum Beispiel bei einem Foto, in dem man deine Schamhaare sieht, was Ja. ist nur aus ihm geworden? Oder auch ein Kommentar unter einem Foto, auf dem du in Frauenkleid posierst, wusste gar nicht, was für eine kaputte Seele du bist. Widert dich diese deutsche Borniertheit genauso an wie mich? Ja, absolut. Ich finde es so bescheuert. Also tatsächlich, weil, keine Ahnung, ich bin ein offener Mensch und Frauenklamotten hin oder her oder dass ich Scham. Jeder hat Schamhaare. Und dass sich da Leute beschweren, dass man Schamhaare. Ich bin ja nicht meine Frau. Aber das Gefühl. Also mir ist es wirklich scheißegal, was Leute sagen. Aber umso mehr, was Frauen abbekommen, die kriegen ja das tausendmal mehr ab. Und das finde ich schon echt krass. Also ich bin ein Mann, ich bin eh behaart. Aber und da beschweren sich Leute. Was meinst du, was bei den Frauen abgeht? Also ich finde es halt voll asozial. Ja. Ja, gib mir auf den Sack, genauso wie dir. Es hat auch zu einer Schlagzeile geführt. Und Echt? zwar Wilson Gonzales Ochsenknecht, Duschfoto sorgt für Diskussion. Und zwei weitere Lieblingsschlagzeilen aus diesem Jahr sind: Wilson Gonzales hat noch keine Kids, seine Mama hat Mitleid vom Promi-Flash. Oder Super Onkel Willi macht ersten Ausflug mit Mavi, VIP.de. Was macht es mit dir, dass jeder Wimpernschlag gleich zu einer Schlagzeile führt? Keine Ahnung, ich krieg das gar nicht mit. Hast du Google Alert angemacht mit meinem Namen? Oder Ja, 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 ja. echt?
Keine Ahnung, gar nichts. Ich habe das wirklich ich gar ich nichts. Bepiss mich gerade vor Lachen, weil ich habe das noch gar nicht gehört. Das ist so blöd. Promiflash ist halt der größte Müll ever. Ich folge dir nicht. Gehe mit Absicht auf dem roten Teppich an denen vorbei. Und dass sie trotzdem versuchen, irgendwie mich in irgendeine Scheiße mit reinzuziehen, das ist interessant. Dann bin ich doch gar nicht, also, ja. War es dir auch schon immer so egal? Ja, schon. Also ich krieg's halt auch nicht mit. Von daher ist mir dann... Also, du googelst dich auch nie. Nee, warum? Weil man also vielleicht daran halt interessiert ist, wie die Öffentlichkeit über einen denkt. Ja, aber keine Ahnung, wenn du jetzt Wilson Gonzalez eingibst, dann siehst du ja nur Familie Ochsenknecht, Familie Ochsenknecht. Also erstmal findest du von mir erstmal wahrscheinlich gerade nichts in den News. Aber keine Ahnung, nö. Wills, mich hat eine Sache sehr überrascht im Zuge der Recherche über dich. Ja. Und zwar, dass du nach 22 Uhr nicht mehr alleine U-Bahn fahren möchtest, weil du Furcht hast. Bist du ein ängstliches Wesen? Nee, null. Aber also ich habe ja vorhin vor dem Interview kurz die Geschichte erzählt vom Hannover Bahnhof, wo ich da durch den Tunnel gelaufen bin und zwei Leute Junkies gesehen habe und trotzdem halt vorbeigegangen bin. Also das stimmt jetzt nicht. Aber ich weiß halt so, selbst wenn man nichts macht, es kann trotzdem einem was passieren. So. Also man muss ja, und ich war in Situationen schon, da waren Freunde dabei, wo mir Leute aufs Maul hauen wollten in der U-Bahn nachts, so Mitternacht. Und so. Es kam aber nie dazu. Und deswegen einfach, würde ich aber auch, das ist eine allgemeine Empfehlung, nicht nur für mich, sondern auch vor allem für Frauen, nie alleine nach 10 Uhr U-Bahn fahren und ansonsten immer zu zweit. Und das ist auch für Männer, weil man kriegt ja auch so mal aus dem Nichts irgendwie ein Skateboard in den Hinterkopf und wird ausgeraubt oder so. Mhm. Deswegen ist es eine allgemeine Regel einfach. Und du fährst dann lieber Taxi? Nee, oder Leimroller. Nee, ich laufe tatsächlich meistens. Und es ist auch schön, irgendwie rumzulaufen, weil das ist auch eine schöne Stadt. Warum soll ich denn unter der Erde da rum? Da haben wir wieder was gemeinsam. Ich laufe auch sehr viel durch die Gegend. Cool. Die folgenden Worte Stößchen. Stammen... Ja, Stößchen. Stößchen. Stößchen fürs Rumlaufen. Auf das Flanieren. Ja. Auf das Flanieren. Flanierchen. Ich möchte jetzt mal einen Kollegen von dir zitieren. Und zwar Robert Stadlober. Ja. Grüße. Mit den folgenden Worten. Ich entdecke mich eigentlich in jeder Rolle wieder. Sonst könnte ich sie gar nicht spielen. Geht es dir genauso? Oder musst du manchmal auch Rollen annehmen aus finanziellen Gründen? Das ist echt, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich kriege tatsächlich keine Anfragen, die finanziell so hochwertig sind, dass ich sie machen muss. Obwohl ich es gebrauchen könnte. Aber es kommt gar nicht so weit, dass ich da abhängig bin. Also ich gebe lieber einen Fick drauf, Bullshit zu machen und scheiß aufs Geld, wie einen Film zu drehen, wo es ums Geld geht und der scheiße geschrieben ist. Wie oft passiert das, dass du Angebote aussortierst? Mann, wie sage ich das denn? Das ist jetzt am besten. Sei ehrlich. Okay, so Mainstream, also was sagen wir, Mainstream, ich krieg keine, ich krieg so Anfragen tatsächlich gar nicht. Also so, ich will keine Namen nennen, aber so Liebeskomödienfilme oder so, die Anfragen kriege ich einfach gar nicht. Und die Sachen, die ich mittlerweile bekomme, das ist, also, sind echt tolle Anfragen. Muss ich leider zugeben, dass das, also was absagen, ist lange nicht mehr passiert. Dennoch sind, oder liest sich deine Filmografie recht divers eigentlich, würde ich sagen. Da wäre irgendwie der Röhler-Film Tod den Hippies, es lebe der Punk, vorhin erwähnt, Enfant terrible, oder auch der Arthouse-Kurzfilm, Tatortfolgen und die Familienkomödie, Familie Buntschuh im Weihnachtschaos. Ja. Das liest sich ja doch recht divers. War da nicht ein Film dabei, bei dem die Finanzen irgendwie eine übergeordnete Rolle spielten? Ja, einen, den hast du gar nicht erwähnt tatsächlich. Es war vor ein paar Jahren, habe ich einen Film gemacht, der hieß Sportpenner. Und das war alles so okay, halbwegs okay geschrieben. Wurde aber von großer Firma bezahlt. Egal wie beschissen es geschrieben war. Und tolle Freunde haben mitgemacht. Wir haben dann ein paar Wochen in Biarritz gelebt und die Zeit war der Hammer. Ich wurde sehr, sehr gut bezahlt für einen sehr nicht so cool. Eigentlich war das so wilde Kerle, nur mit Obdachlosen. Ja, echt, tatsächlich. Wirklich? Ja, also so, ja, tatsächlich ist es so. Die Geschichte ist eigentlich ähnlich. Ja.
Obdachlose werden von Reichen vom Strand weggekickt, dann machen sie ein Battle am Ende, um den Parkplatz zurückzubekommen. Ja, tatsächlich. Und es war eine tolle Zeit, die ich nie bereue und ich würde es auch wieder machen. Und deswegen, der ist auch untergegangen, von daher. Das klingt nach einem Augenschmaus. Ja, tatsächlich macht, also es hat schon Spaß gemacht. Jetzt möchte ich dich mal nach deinen eigenen Präferenzen fragen. Welche Filme schaust du gerne im Kino? Ich würde die Annahme treffen, dass es vor allem Arthouse-Filme sind. Das ist richtig, ja. Möchtest du kurz deine zwei Lieblingsfilme Boah, schwierig, weil es gibt so viele gute rauspicken? Filme. Aber ein Film, den ich sehr, sehr feier, der heißt Playtime von Jacques Tati. Der ist von, ich glaube, der wurde 1963 gedreht, 1969 abgedreht. Der Typ hat, ist so ähnlich wie Francis Ford Coppola, also sein ganzes Vermögen in den Film reingesteckt hat, Haus verkauft hat und eigentlich fast pleite gegangen ist, um den Film fertig zu machen. Und Jacques Tati hat eine Stadt aufgebaut, Tati Town heißt es, glaube ich. Wenn du auch am französischen Flughafen hier in Jean, bla bla bla, landest, dann sind die Straßenlaternen noch aus dem Film. Kann ich sehr empfehlen, es gibt keinen roten Faden. Es sieht einfach nur ein Typ, der halt auf der Expo landet in Paris und einfach einen Typen sucht, aber ihn nie findet und losgeht. Und es sind immer so kleine Sequenzen und die sind einfach ganz toll. Also ich kann den sehr empfehlen und ich schaue ihn auch gerne nochmal an. Falls du ihn nicht gesehen hast. Ich schaue ihn nochmal an. Hast du ihn schon gesehen? Nein, nein, habe ich Okay, dann nicht. zeige ich ihn dir. Ich schaue ihn nochmal an und zeige ihn dir. Okay, vielen Dank. Gibt es denn einen Regisseur, und das ist meine letzte Frage, mit Ja. dem du mal sehr gerne zusammenarbeiten würdest? Doch, klar. Also, es gibt eine. Ja, ich meine, es ist halt immer so eine. Klar, ich würde mit jedem gerne. Von Jim Jarmusch bis Quentin Tarantino und Werner Herzog und. Fatih Akin bis, ja, keine Ahnung. Aber ja, eine Sache hat sich erfüllt und es war unbewusst. Und das mit Jonas Ackerlund tatsächlich. Dass ich, also, als ich das manchmal bestimmt, oh, mit dem will ich drehen, und dann kam Spun raus. Vor 10 Jahren hat mir mein Kumpel Spun auf DVD geschenkt. Ich so, boah, schon geil. Und dann halt irgendwie nach Jahren aus dem Nichts die Anfrage von Jonas Ackerlund zu bekommen. Und jetzt sind wir halt mittlerweile halt echt gut befreundet und habe jetzt gerade die zweite Produktion mit ihm fertig gemacht und haben noch andere Sachen in Planung. Das ist wirklich, also den ich eigentlich immer, ja, das ist echt schon, also da bin ich auch echt stolz drüber. Und Oskar Röhler natürlich ist halt auch einer, also wirklich einer, wo ich mich, ja, einer der lebenden Deutschen. Ich muss jetzt doch nochmal eine Anschlussfrage stellen, weil ich den Frage auch sehr, sehr 30. liebe. Weil ich den sehr liebe. Ja. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm? Sehr gut. Also ich weiß, so man hört ja immer so, ein bisschen schwierig zu arbeiten. Oh ja. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich halt super gut mit ihm klarkomme immer. Und ich habe jetzt drei Produktionen mit ihm, glaube ich, gemacht. Und ich glaube, das wird auch nicht die letzte sein. Also wir hatten nie Stress miteinander, aber ich habe das immer so, ich habe es nie direkt mitbekommen. Also vielleicht Den ist, Wahnsinn ja, also Leute gefeuert oder halt irgendwie angeschrien hat. ja, oder halt irgendwie die Tonabteilung dreimal gefeuert wird und so. Das ist dann immer, das hat sich dann, man erfährt es dann, als es schon passiert ist. Aber ich war dann nie wirklich richtig, also anwesend. Also klar, aber das ist bei jedem Set so, dass mal was nicht passt und dann ist man kurz lauter. Also, aber das ist normal, jetzt nicht irgendwie unangenehm. Willst du nicht, möchte das Interview mal beschließen mit einem Satz, den in Deutschland, glaube ich, fast jeder kennt. Alles ist gut. Solange du wild bist. Damit möchte ich mich bei dir bedanken Ja. und Ich bedanke mich wünsche auch. unseren Zuschauern eine gute Nacht. Und gute Besserung. Tschüss. Tschüsschen.